Sogar mal im Hirn. Einmal Hirn. Und wieder nochmal ein Auge. Sehr schön, noch zwei Stück. Und dann kriegen wir Leben. Oder noch mehr Leben. So, hier können wir wieder zurück. Ich frage mich, was passiert, wenn wir nur durch das Tor gegangen wären. Ist dann einfacher gewesen, wäre es schneller oder so? Ich weiß es nicht. Wow! Indiana Jones? Okay, lässt grüßen. Aha, okay. So, lassen wir nochmal hier vorbei. Okay. So, schauen wir uns erstmal hier die Gegend an. Können wir aufmachen, okay. Und dann können wir hier rein. Und hier ein paar Sachen betätigen. Ah, okay. Wenn ich das loslasse, bleibt es doch da. Und was passiert jetzt? Ah ja, okay, jetzt geht es auch wieder zurück. Wenn ich das hier mache, kommt das da raus. Ah. Und wir gehen gleich wieder zurück und es geht weiter. Und hier haben wir... Okay. Ach so, ich muss es loslassen, natürlich. So, warte, das lassen wir noch kurz draußen. Warten wir, bis es vorbei ist. Und dann kommen wir da hoch. So, jetzt ziehen wir es. Zack. Und lassen den hier vorbei. Hallo? Okay, alles klar. Was war das gerade? Warum ist er da jetzt nicht rübergekommen? Bin auch da ohne Probleme reingekommen. Und nach zurück kommt er nicht mehr. Ja, okay. Komische Sache. Oh, jetzt muss man es beeilen. Ja, hallo. Ach so, ich habe schon gedacht, der ist schon wieder runtergeflogen. So, warten wir hier wieder. Okay, komische Sache. So, aber da oben haben wir nochmal so einen Hebel. So, zack. Bis an die Kante hin schön. So, und dann kommt er auch rüber. So, jetzt müssen wir da schnell hochklettern. Ah, schneller! Oh, Alter! Okay, wie können wir... Ah, wir müssen ihn verlangsamen, indem wir vielleicht noch das andere Teil da bringen. Also nach außen bringen. Schaffen wir da alle drei? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. So, warte mal. Wenn ich alle drei mache, wird das schon ein bisschen viel, oder? Ich könnte den da machen, wenn er vorbeikommt. Nachdem er vorbeigegangen ist und dann noch der gegenüberliegende. Ja, mal gucken, wie schnell das geht. Ah, ne, jetzt noch nicht. So, erst jetzt. So, an dem zweiten ist er schon vorbei. Ah, jetzt können wir den noch ein bisschen machen. So, und dann noch... Ah, nee, verdammt. Der ist nicht ganz eingerastet. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt funzt das Ganze auch. Okay. So, machen wir mal schön auf. Am besten noch zwei Augen, das wäre geil. Hier ein Auge. Und hier die Ops raus. Drüben die Ops raus. Und ich hätte da schon eine Feder drin. Was sage ich? So, und was passiert jetzt, wenn ich hier mache? Ach geil, gleich alle auf einmal. So, und der eine bleibt stehen. Hallo? Okay, wollen wir schnell jetzt runter? Müssen wir uns irgendwo festhalten können. So, bis hier ist ja noch einfach. Und hier? No, come on!
bin noch an der Ecke stehen geblieben. So, dann halt noch ein drittes Mal. Also komm, jetzt wollt ihr mich verarschen. Also je öfter man es macht, desto schlechter wird man. So, jetzt sind wir hier. Einmal hier rüber. Oder ist ja irgendwo ein Haken oder so. Dass ich mich weiter schwingen kann. Nein? Hallo? Die wollen mich, glaube ich, wirklich verarschen. Kann ich hier hochklettern? Auch nicht. Okay. Dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen genauer untersuchen. Also hier, zack, zack. Okay. So, ja, toll. Na, oh Mann, ich will halt immer die Kamera mit dem rechten Stick steuern. So eine Umgewöhnung eigentlich. Kein Spiel hat man das so, dass man sich da irgendwie abrollt oder so. Sondern in jedem Spiel hat die Kamerasteuerung und hier ist halt alles automatisch. So, nun gut. Eigentlich habe ich ja nur die Chance, in die Richtung zu gehen. Aber ich habe halt nichts zum Schwingen oder so. Okay, und wie. Ah, ja. Sagt's doch gleich. Ich musste ja wohl das Kreisel in die Mitte bringen. Zwischen den zwei. Also zwischen die große Lücke, wo ich nicht rüberkomme. Und dann kann ich das auch benutzen, um drauf zu klettern. Na toll, jetzt kriege ich aber die Dinger gar nicht mehr zurück. Okay. Und wie kann ich die wieder zurückstellen? In der Mitte vielleicht. Das Ding ist jetzt, sie sind jetzt alle hier. Aber hier das Greiselfiech muss da ein, zwei drüber. Würde ich jetzt mal sagen eigentlich. Aber ich kann die ja gar nicht mehr umstellen. Ich meine, anders sehe ich nicht, wie ich da weiterkommen soll. Weil hier haben wir ja nichts. Hier kann ich nichts machen. Hier ist ja auch nichts. Und hier. Wenn wir zurückgehen. Haben wir hier drüben einen Hinweis? Ich gedacht, wir müssen in der Halle weitermachen. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Reißt halt alles weg. Seltsames Level-Design. Jetzt wirklich gedacht, wir müssen da in der Halle irgendwie weitergehen. Na super. Ist doch eine Medusa, oder? Komm her, Lady. Kann jetzt doch so einen versteinerten Blick machen. Ah, ja, die hat auch eine Reichweite, ey. Richtig übel. Wow, gerade ausgewichen. Nein, 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 weg. Wow. Schlägt sie auch noch. So, Magie kann man leider gerade nicht einsetzen. Was macht sie? Oh, jetzt macht sie den Blick. Nein, nicht hinschauen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in den Strahl reinkomme, ob ich dann auch versteinert werde. Oder nur, wenn ich sie gerade anschaue. So, und weiter geht's. Mal hier schön in die Ecke getrieben. Oh, hier wird ganz schön hart drangenommen. So, und wieder hier einmal. Okay. So, oh, wow, wow. Da kam wieder die Schlinge raus. Ja, komm her. Und jetzt der Finisher. Oh, müssen wir jetzt hier den Schwanz abschneiden. Boah, ausweichen müssen wir auch noch.
Ah, ich kann gar nicht angreifen. Ah, jetzt okay. Na, verdammt. Jetzt bin ich ausgewichen. Ja. Ach so, schnell und hinterher. Okay. Na, okay. So, komm wieder her. So, jetzt kann ich angreifen. So, jetzt habe ich dich aber. Oh, macht sie was? Nein. Doch, sterben tut sie. Na, lecker. So, dann sie hier mit ihrer Magie. Das ist ja schön. So, und ich glaube, wenn wir sogar irgendwie gegen zwei oder drei von denen kämpfen, können wir, glaube ich, irgendwie einen packen und dann, glaube ich, irgendwie auch den Strahl auslösen und dann jemand anders versteinern. Ging zumindest mal, glaube ich, in den vorherigen Parts ging das, glaub mal. So, okay, was haben wir hier Schönes? Oh, Leben und Mana. Oder Magie. So, da hinten haben wir auch noch was. Oh, was, oh, hier haben wir wieder so eine Schleuder. Was habe ich zurzeit? Ah, den Kolben. Und zack. Haben wir hier einen Home Run gemacht. Oh, hier ist ja volles Labyrinth. Diese Droh ist alt und morsch. Na, super. Da kommt nichts mehr raus. Was haben wir hier? Von allen Prophezeiungen verfolgt dieses mich sogar in meinen Träumen. Hier geht es mal ein bisschen. Steht da. Okay, die ganz weit. Das, dieses Albtraum ist noch verborgen. Alles klar. Entschuldigung, der Entwickler auf der Tastatur eingeschlafen. So, hier haben wir wieder eine kaputte Truhe. Oh, die Zisterne.